Schlechte Neuigkeiten von zu Hause? Unglaublich, was ich da gehört habe. Der Führer sucht den unfähigsten Oberst der deutschen Wehrmacht, um ihn zu seinem neuen Stabschef zu machen. Na wunderbar, ich gratuliere Ihnen. Nun sagen Sie nur, halten Sie mich für unfähig? Es ist strengstens verboten, die Baracke zu betreten. Hier darf nicht einmal einer eintreten. Na, ist ja riesig. Wir haben sowieso keinen Bock auf Schuhe putzen. Ich sage, klingt der Schutz uns verjagt hat und fertig. Momentel, Momentel. Das habe ich nicht gesagt. Wenn das ein Befehl ist, ist das was anderes. Warum sagt mir dieser damische Hirsch das nicht? Naja, der Kommandant hat den Kopf voll. Ja, voller Sülze. Es ist nicht leicht, den Krieg zu verlieren. Oh, kommt! Klinke, ich dachte, alle Gefangenen sollen in den Baracken bleiben. Major Linsenfelder, ich habe strengste Anweisungen erteilt, dass ihr... Noch einen Minuspunkt, Klink. Soll ich mir deshalb was antun? Klink, Sie haben die perfekteste Unfähigkeitsbewertung zustande gebracht. Ich glaube, der Führer hat seinen neuen Stabschef gefunden. Das war doch gar nicht nicht. Normalerweise sind's mein Feind, aber in Wirklichkeit sind Sie ja mein Freund, gell? Schulz, wenn der Krieg mal vorbei ist, werden Sie mein Chauffeur oder mein Kutscher. Stoppschen. Jederzeit, Georgi.